Hallo Leute, herzlich willkommen zum weiteren Part unserer wunderschönen Pokémon Velga-Reise. Wir haben im letzten Part das DH-Building, beziehungsweise eigentlich so ein ganz normales Gebäude, wo ein paar Professoren drin gegammelt haben und DH das eingenommen hat, geklatscht und haben damit die TM, oder beziehungsweise VM besser gesagt, Zertrümmerer bekommen. Haben auch die ein oder andere knackige Entwicklung bekommen. Und können jetzt hier durch, wir konnten ja, ich kann glaube ich mal kurz mit ihm reden, genau, wir konnten ja hier wegen diesem Landslide, der hier war, also wo so Landmassen einfach das nach unten gedonnert hat, konnten wir hier eigentlich nicht durch. Jetzt können wir hier offiziell wieder durch, das ist sehr schön, weil damit glaube ich, genau, kommen wir jetzt nämlich genau in diesen Bereich, wo ich mir anfangs dachte, hey, da kommt man gar nicht hin, ich sehe gerade, dass hier die Pokémon-Liga ist, auch wild, und hier gibt es, vermute ich, neue Pokémon. Ich hoffe es doch. Auf jeden Fall hätte man jetzt hier zwei Möglichkeiten. Einfach einmal nach Nephrit City zu gehen und einmal nach Opperman City. Da ich glaube, dass man in Opperman City eh nicht weiter kann, weil hier Victory Road plus Pokémon Liga kommen, würde ich zuerst den linken Weg hier einschlagen. Wie gesagt, hier auf Route 522 ein paar Pokémon noch gucken. Und dann da nach unten gehen, weil nach Nephrit City müssen wir ja auf jeden Fall, weil wir dort, wenn wir den Orden haben, glaube ich, Zertrümmerer dann einsetzen dürfen. Deshalb schauen wir uns hier um. Okay, ich habe hier in dem Gras noch einen Miltank gefunden, aber das war's auch. Und anscheinend kommen wir aber jetzt schon hier nicht weiter, weil man hier die VM stärker benötigt. Na gut, dann machen wir uns wohl eher in Richtung Nephrit City. Dafür müssen wir einfach nur den Weg, sobald man hier rauskommt, nach unten gehen. Und ich bin tatsächlich jetzt gespannt, was sind denn mal wieder, also das ist halt so spannend in Anführungsstrichen für mich, wie kacke die Level dieses Mal in dem Spiel sind, weil wir wissen ja alle, oh, okay, ich sag 24 hätte schlimmer gehen können, Glide. Okay, das hat gerade sehr viel Damage gemacht und vor allem gekrittet, also Accuracy Boost, na gut. Okay, es gibt anscheinend eine Attacke, die jetzt Gleiten heißt. Also Gleit in Form von der Vogel gleitet. Gut zu wissen. Gut zu wissen. War übrigens eine Einzelerklärung von mir. Ah, okay, hatte nur ein Pokémon und das Level 24. Ja gut, das ist vermutlich wieder ein bisschen schwieriger, ne? Das ist vermutlich ein bisschen schwieriger. Und es scheint jetzt wirklich wieder so eine normale Schneegisch-Trainerroute zu sein. Und anscheinend ist die Region halt einfach... Mensch, haben wir den schon gesehen? Ich glaube ja, ne? Ja. Das war der. Eher einfach ein Schneegebiet. Punkt aus Ende. Es ist halt einfach... Hier herrscht einfach Schnee vor. Und ich glaube, dagegen werde ich auch einfach nichts machen können. Oh mein Gott, Bardock will Aurasphäre lernen. Ja! Endlich eine valide Kampf... Eine wirklich gute Kampfattacke. Gerade wenn so Evasion-Scheiße vielleicht passiert, ist Aurasphäre natürlich unfassbar geil. Nice. Ich weiß gar nicht mehr, wie Aurasphäre... Ich glaube, wir haben aber Aurasphäre in dem Spiel schon mal gesehen, wenn ich mich richtig erinnere. Weiß nicht, warum. Ich finde solche Pfützen, in denen man seine Spiegelung sieht, auch in diesen Gen 3-Spielen, immer unfassbar hübsch und süß. Ich kann mir nicht genau erklären, warum. Das sind so... Die Gen 3-Grafik im Allgemeinen ist so eine coole Grafik. Dieser Pixis-Stil, ich feiere ihn so ab. Ich hätte immer noch sehr gerne so mein Kanaldesign, beziehungsweise mein Banner und mein Profilbild in so einem geilen... Oldschool-Stil, also in so einem Bit-Style. Das wäre so nice. Oh, es wäre so schön. Ich würde es so sehr lieben. Warte mal, war das gerade nicht sehr effektiv? Tatsache. Ist das wirklich ein Rock-Type? Oder Rock-Ground oder sowas? Okay, das... Es sieht halt gar nicht danach aus. Deshalb bin ich so überrascht darüber, bin ich ehrlich. Ja, war bisher eine sehr kurze Route. Ich habe die Vermutung... Oh nein. Es kommt hier noch eine Route? Route 521 kommt hier jetzt auch nochmal. Gucken wir uns mal kurz die Town Map ein bisschen an. Wo sind wir? Wir sind aber inzwischen da unten und danach kommt Nephrit City. Das heißt, davor waren wir auf 520. Das ist alles eine Route. Deshalb waren die Monster auch solche, also wirklich krassen Lowbobs. Sind sie eh schon, aber die waren ja so wie vor dem, ich glaube, zweiten Orden war ich da, wo ich gelevelt habe. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber die waren schon drastisch underlevelt. Also die Trainer sind jetzt auch nicht mega hoch, muss ich gestehen. Die sind halt einfach immer noch auf demselben Niveau wie vor einem Part. Und bei mir dauert ein Part sehr lange. Beziehungsweise ich nehme ja immer so circa eine Dreiviertelstunde Stunde auf. Und das ist dann doch, eigentlich sollte da schon eine Schwankung von 3 Leveln sein. Von der merke ich nur leider nichts. Was genau ist seine Mission, dass er so einen Unterstellplatz bekommen hat und neben ihm ist die VM Stärke, wo ein Item liegt?
So, das scheint ein ganz normaler Trainer zu sein. Warum? Wir haben im Übrigen gerade auch Aerial Ace auf Tim gelernt. Das ist sehr nice, weil wir damit ein bisschen Flying Coverage hier mit reinbekommen. Was ich super sweet finde. Aber warum, oh, Noctu. Warum durfte er sich, warum steht der da so drunter? Das verwirrt mich sehr. Also wir können hier logischerweise auch nichts mit Stärke machen, ne? Nicht, dass ihr denkt, oh, da ist nochmal ein Haus. Nicht, dass ihr denkt, oh, Downy, schau doch mal, was hinter dem Stärkestein ist. Wir haben nur die VM Zertrümmerer bekommen. Mit der kommen wir leider hier nicht wirklich weit. Und ich glaube, Zertrümmerer können wir erst einsetzen, sobald Nefrit City erledigt ist. Und selbst dann hätte ich jetzt gerade nicht im Kopf, wo wir schon mal einen Zertrümmererstein gesehen hätten. Ich habe allerdings im Kopf, dass wir schon mal einen gesehen hätten. Das heißt, irgendwo muss es, also logischerweise muss es irgendwo einen Ort geben, wo wir quasi weiterkommen. Aber jetzt so spontan könnte ich nicht sagen, wohin. Ich meine, wir waren jetzt im ganz oberen Bereich noch nicht. Und wenn wir jetzt diesen unteren Bereich abklammern und da rechts wurden wir jetzt quasi aufgehalten, in Anführungsstrichen, weil es nicht mehr weiterging, müsste da eigentlich auch irgendwie was sein. Schauen wir aber erst einmal kurz in dieses Häuschen hier rein, weil da schon... Das sind Plüschtiere, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, wenn das jetzt keine Plüschtiere sind, dann weiß ich auch nicht mehr. Was ist denn das da oben? Ich würde gern zu diesem... Was ist das Mon da oben? Weil hier ist ja ein das, was wir auch haben. Unser Rhinos. Aber was ist das daneben? Okay, bisschen creepy. Ich werde... Warte mal. Ich würde mir gerne kurz... Okay. Ich dachte nämlich ganz kurz, weil Suicune so unpassend in dieser in diesem ganzen Haus ist, dass es vielleicht was mit dem Suicune auf sich hat, aber doch nicht. Okay, damit sind wir anscheinend offiziell in Nefrit City angekommen. Wir gucken erst einmal direkt, ob es irgendwas Cooles Neues zum Kaufen gibt. Ich bezweifle Super Potion. Immer noch nur Pokebälle? Das ist ein bisschen armselig, wenn ich ehrlich bin. Aber na gut. Was macht ihr Typen hier hinten? Warum seid ihr hier? Oh, Charcoal. Ja, also das nehme ich gerne mit. Er hat auf jeden Fall anscheinend versucht, die Arena-Leiterin zu besiegen. Spricht das maybe für Pflanze oder Eis? Weil wenn wir das hier bekommen und er hat versucht, sie zu besiegen, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass er nicht dumm war. Stahl könnte es natürlich auch sein. Und irgendwas genommen hat, was potenziell in irgendeiner Form auch nützlich ist. So, wir packen mal die Quicklaw hier drauf, weil dann hat jeder jetzt auch mal ein, glaube ich, einigermaßen gut nützliches Item. Und hier ist ja auch die... Stimmt, hier ist die Safari... Gucken wir mal in die Safari-Zone rein. Kann halt gar nicht einschätzen. Warte mal, wo sind wir nochmal genau jetzt? Wir sind ja jetzt ganz... Ha, nee, ich erinnere mich nicht an... Also ich weiß, wie die Karte gerade in meinem Kopf aussieht. Und ich erinnere mich halt nicht daran, dass ich in irgendeiner Form mal da unten was gesehen hätte, dass irgendwie eins der Pokémon, die ich gerne hätte, hier drin ist. Aber wir schauen uns auf jeden Fall hier um. Safari-Zone übrigens, sehr cooles Bild, muss ich sagen. Sieht ziemlich standardmäßig aus, aber ich weiß nicht, ob es auf irgendwas basiert. Okay, Absol gibt's hier, das ist schon mal sehr cool. Warte mal. Absol kann sich ja in dem Spiel entwickeln, ne? Miltank gibt's hier auch. Ich überlege gerade, ob wir uns ein Absol maybe fangen und die Entwicklung von Absol reinnehmen. Aber den müsste ich jetzt wieder leveln, da hätte ich eigentlich keinen Bock drauf. Aber maybe... Was? Ich wollte gerade sagen, der sieht anders aus als... Den fange ich. Ich wollte gerade sagen, der sieht ein bisschen... Warum ist das so rosa da oben? Nein, 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 bitte bleib hier drin! Bitte bleib drin! Das ist witzig, wenn man einen Shiny fängt! Das ist witzig! Ich brauche dich für den Comedy-Effekt! Bitte? Psycho, bitte? Bleib hier drin für mein... Was macht das da? Bleib einfach drin für den Comedy-Effekt. Leute, ich habe einen Shiny... Das Shiny sieht übrigens super aus. Ich mag das richtig gern, dieses Rosa. Psycho, bitte. Sei einfach kein Arschloch. Du bist nur Level 21. Du bist jetzt auch nicht so mächtig. Du kannst ruhig drin bleiben. Ja, wenn man seine Gegner runterredet, dann bleiben sie auch im Ball. So funktioniert's, Freunde. Ja, cool. Haben wir das obligatorische Shiny in dem Projekt auch gefangen? Cool. Okay, was ist Ajarimus? Ich fange den mal, aber ich will den nicht benutzen, weil der gefällt mir irgendwie nicht. Danke, Ajarimus. Du hast mir eine Entscheidung sehr viel einfacher gemacht. Ich weiß ja nicht, ob wir in der Safari-Zone irgendwas bekommen können. Ob ich hier irgendwo Spezifisches hinlaufen sollte.
Aber so momentan ein Pichu. So momentan bin ich mir da noch sehr unsicher. Ah, gab es nicht hier dieses komische abgedrehte Pikachu-Fusion mit Mashok? Aber ich weiß nicht, wie man den bekommt. Das ist so das Problem. Und ich habe auf den auch eigentlich nicht so ein großes Verlangen, wenn ich ehrlich bin. Okay, wir kriegen auf jeden Fall hier einen Rauchball. Also hat sich schon mal gelohnt. Und hier gibt es tatsächlich auch ein Gebäude. Ich weiß halt nicht, ob ich hier irgendwie was bekomme. Aber okay, anscheinend nicht. Na gut, dann hat sich das nicht so gelohnt. Ja, dann hoffe ich mal, dass wir noch ein paar Pokémon finden. Ich glaube tatsächlich, dass dieses komische Ding, was da in... Also dieses Aja irgendwas, was wir gerade gesehen haben, dass das eine Entwicklung von potenziell diesem Klotaku oder wie das Ding hieß sein könnte. Weil ich glaube, das ist nicht ein eigenständiges Mon. Wobei, würde das passen? Könnte sein, muss nicht sein. Ich erinnere mich aber vage, dass das die... Okay, hier gibt es wirklich Items. Dass das die Entwicklung wäre, aber dafür würde ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, wenn ich ehrlich bin. Oh, und sogar ein Schwarzgurt liegt hier rum. Auch nicht schlecht. Und warum ist hier... Okay. Maybe wird die Safari-Zone noch erweitert, je weiter man im Spiel progresst. Und ich versuche im Übrigen, ich habe davor schon versucht, einen Ajarimus zu fangen. Ich versuche es auch jetzt wieder. Wenn das ein Gift-Pokémon ist, dann ist das ziemlich sicher die Entwicklung von Klotaku. Okay, wir haben ihn gefangen. Ich will den nicht benutzen, aber mich interessiert es einfach nur, was für ein Typing der hat. Wird das nicht sogar jetzt direkt hier angezeigt? Ah, er ist auf jeden Fall sehr nah an Dings dran, ne? Das heißt, ich glaube, er ist wirklich die Entwicklung. Wir können das ja einmal kurz im Pokédex, glaube ich, nachgucken. Oh, und ich sehe gerade, haben wir das eigentlich schon gesehen? Dass Blackjack keine Entwicklung mehr hat? Ich glaube, das hatten wir sogar schon gesehen. Und Bakeko scheint eine Entwicklung zu sein. Und Plasmox, okay, Bakeko ist schon die finale Entwicklung, gut zu wissen. Und Klotaku ist hier. Und wir haben jetzt Ajarimus gefangen, welches einfach spontan zu einem Dark-Type geworden ist. Hat aber dem Anschein nach auf jeden Fall noch eine Entwicklung. Es sieht sehr stark danach aus. Das ist halt das Coole am Pokédex. Damit kann man in solchen Hacks so ein bisschen sowas in die Richtung nachgucken. Das finde ich ganz fancy. So, ich glaube, wir sind hier noch nicht in der Safari-Zone. Ah, da drüben. Ich wusste doch, ich habe irgendwo noch ein Haus gesehen, in das ich rein will. Und ansonsten würde ich wahrscheinlich sogar nochmal tatsächlich nach... Ah, okay, es ist zu spät. Ich würde nochmal reingehen, mich nochmal ein bisschen umgucken. Und wenn ich nochmal Absol finde, würde ich tatsächlich Absol fangen und maybe es dann irgendwann mal leveln. Wobei, ich weiß nicht. Er wird halt wahrscheinlich Mono Dark sein, ne? Ich schaue nochmal, was es hier gibt. Und vielleicht nehme ich dann Absol rein. Okay, ich glaube, ich hatte sehr viel Glück mit dem Absol, weil ich habe nicht nochmal eins gefunden. Was ein bisschen sad ist, muss ich gestehen. Aber na gut. Warum... The Boxed Lunch. Oh, ich muss wieder in die Safari-Zone. Ich habe doch irgendwas übersehen. Ah, und da, die sagt mir, wie sehr mich mein Pokémon liebt. Das ist auch gut zu wissen. Da muss ich auf jeden Fall nochmal in die Safari-Zone. Aber ich, na gut. Ich dachte eigentlich, ich hätte die komplett kontrolliert. Ranger Base. Okay, wir haben anscheinend die Pokémon Ranger Basis gefunden. Das ist natürlich auch eine coole Sache. Wer bist du? Jack Walker. Oh, der ist von Team D. Na gut. Aha, und dieser Jackie scheint ein sehr starker Pokémon Ranger zu sein. Und deshalb wollen sie ihn quasi aufhalten und quasi aus der Bahn ziehen. Ich habe die Vermutung, wir müssen die jetzt einfach bekämpfen. Und wir, ja, wir klatschen die wahrscheinlich jetzt gleich hier so ein bisschen an der Wäsche. Ich bin jetzt sehr gespannt, auf welchem Level ihr seid. Staryu, Level 33? Okay, das schockiert mich gerade ein bisschen. Das ist gerade ein bisschen sehr viel höher, als ich mit gerechnet habe. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das nicht gut ist, aber das ist definitiv nicht gut. Vor allem, ich habe nicht mal in irgendeiner Form geheilt. Ich meine, es ist jetzt nur Staryu. Camouflage. Soll es gerne einsetzen, aber... Oh ja, das ist tatsächlich immer noch sehr gut. Wenn am Boden Pokémon bleibt, ist alles gut. Aber ich habe jetzt nicht erwartet, dass das Level so hoch tatsächlich ist. Weil das halt schon wieder so ein krasser Level-Spike ist von den anderen normalen Trainern. Auch von den DH-Mitgliedern. Das ist eigentlich ein bisschen übertrieben, wenn ich ehrlich bin. Es ist ein bisschen übertrieben. Ist schon ein großer Ach du Scheiße, Tropius. Na gut.
Wobei Tropius sollte jetzt nicht unbedingt ein Problem darstellen. Aber 34, also wenn der stärkste Mann von dem schon Level 34 ist, dann gut. Ich meine, im Endeffekt, wir sind genau auf deren Level. Das ist eigentlich eine gute Sache. Aber das heißt, dass die wahrscheinlich... wahrscheinlich heißt die Arena-Leiterin auf 40 oder sowas, wo ich mir wieder denke, ey, was ist denn los mit euch? Was habt ihr genommen? Warum ist die Level 40? Aber na gut, damit werde ich wohl leben. Ich hoffe im Übrigen, dass Rodeo jetzt auch mal irgendwie bessere Attacken lernt, weil ich bin Level 34 und laufe noch mit Tackle auf dem Ding rum. Fucking Tackle. Das kann es ja eigentlich nicht sein. Muss ich jetzt eigentlich gegen jeden von denen nochmal kämpfen? Ich vermute es schon. Also es würde mich jetzt stark... Ja, ich muss gegen jeden von denen einmal kämpfen. Und danach muss ich ja eh nochmal in die Safari-Zone auch noch. Uiuiui. Okay, alle drei erfolgreich besiegt. Nice! Aber jetzt bin ich gespannt. Ist das die... Vielleicht musste ich sogar hier hin. Und die gibt mir... Okay, was war das? Das hat sich wie ein Pferd angehört. Was ist das? Und wir kämpfen gegen den... Was? Okay. Was genau ist das hier gerade für ein Plot-Twist? Das ist irgendein böses Pokémon, welches den Pokémon-Ranger gerade quasi eingenommen hat. Also, ne, kontrolliert im Schädel. Und wir müssen jetzt deshalb gegen den Pokémon... What the fuck, Ranger kämpfen. Vor allem möchte ich kurz anmerken, dass das somit der vierte Trainer, gegen den ich hintereinander kämpfe. Vier. Das ist eine sehr hohe Anzahl, meiner Meinung nach. Ich meine, wenn Floatzel nur Crunch kann, ist das erstmal okay, aber... Ich weiß nicht, man dürfte mir auch ruhig... Man hätte mich wenigstens heilen können, ne? Also ich mache nicht mal Auge, wenn ich viel Kämpfe habe, weil... Es ist ja ein eher schwierigerer Hack. Und dann ist es ja auch ganz cool, sowas zu haben. Aber... Oh, Swallow... Aber es wäre halt auch ganz nett, wenn man dann geheilt werden würde. So, ich weiß nicht, ob es diesen Pokémon Ranger Jackie wirklich gibt und ob dieses Team jetzt quasi eine Referenz auf irgendwas ist. Weil wenn dem so ist, dann habe ich keine Ahnung davon. Möchte ich nur einmal kurz festhalten, dann habe ich absolut keine Ahnung davon. Nur, dass ihr Bescheid wisst. So, ich hoffe jetzt einfach mal, dass zwei Wing Attacks livable sind. Das sind sie auch. Und ein Ice Wind sollte das Teil dann rausnehmen. Wunderbar, wir connecten auch den... Es ist so schlimm, ne? Icy Wind 95 Genauigkeit. Und jedes Mal, wenn es ein bisschen dauert, dass die Attacke eingesetzt wird, denke ich mir so, das gibt es nicht, als ob du ihn jetzt misst. Ich freue mich schon so, wenn wir Eisstrahl auf dem Teil haben, ne? Es wird so viel schöner sein. Auch auf dem Ding laufe ich noch mit Pfund rum, ne? Also, es gibt sehr viele coole neue Attacken anscheinend. Sunny Day. Ich würde es dir gerne beibringen, aber ich kann leider Flash nicht wegmachen. Tut mir leid. Es gibt sehr viele coole neue Attacken. Aber irgendwie die Movesets von den ganzen neuen Pokémon sind bisher mehr als durchwachsener bei den meisten. Wirklich mehr als durchwachsen. Miltank ist schneller als ich. Ich bin ehrlich, damit habe ich nicht ge... Oh mein Gott, da ist der 5%. Wobei, war das 90 oder 95 Genauigkeit? Ich weiß es nicht mehr. Da ist auf jeden Fall der Miss, von dem ich die ganze Zeit immer geredet habe. Ich breche. Ich bin mir jetzt nicht mal sicher, ob mein Kappa den jetzt outspeedet. Heart Stamp. Okay. Aber der Heartstamp ist ja einfach Herzstempel, ne? Moment, ich wollte gerade schon wieder sagen, was zum Teufel hat der denn jetzt schon wieder eingesetzt? Aber Heartstamp kennt man ja, nevermind. Ich bin mir nicht sicher, wie gut wir diesen Kampf jetzt überstehen. Nachdem mein Kappa sehr stark angedischt ist. Wir könnten den verlieren. Das Problem ist, ich habe eigentlich keine Lust mehr. Wow. Okay, ich wollte gerade sagen. Und ein geiler Accuracy Drop. Nice. Vielleicht dodgen wir. Nee, tun wir leider nicht. Schade. Spiele ich jetzt auf den Accuracy Drop? Ich glaube, ich spiele auf den Accuracy Drop. Ich glaube, ein Aqua Jet wird nicht reichen. Also ich kann es mal versuchen, aber ich glaube, ich habe sonst keine Prio mehr. Vielleicht mit einem Crit? Ganz knapp nicht und Heartstamp hittet. Schade, schade. Aber ich will jetzt eigentlich kein Highlight im Einsetzen. Gleichzeitig habe ich so wenig Geld, dass ich eigentlich im Zwiespalt bin, ne? Ich bin eigentlich im Zwiespalt. Maybe ist Tim sehr bulky und lebt so oder so einen Move. Leb bitte, wobei bei 35. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja, ich glaube, wir gehen drauf. Außer Yukiko ist jetzt ein ganzen Wilder und dodgt einfach. Jetzt wäre dein Moment, Yukiko, an dem du richtig geil sein... Oh mein Gott, ich hätte mit Intimidate arbeiten können. Ich vergesse immer wieder, dass der Bedroher hat. Oh, da ist der Dodge! Yukiko! Du geiles Au, einfach mein Mann, ne? Yukiko, mein Mann.
Der weiß, wann er seinen Dodge, also wann er dodgen muss. Wunderbar. Wohlverdientes Level Up, Level 33, vielleicht irgendein cooler neuer Move. Nein, oh, der hat noch ein Pokémon. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Ich dachte, ich hätte dieses Floatzel schon besiegt. Ja, nevermind. RIP an der Stelle. Gut, dann kämpfen wir wohl nochmal gegen ihn. Muss ich jetzt gegen alle gleich nochmal neu kämpfen? Boah, das Pokémon Center in der Stadt ist doch auch einfach im untersten Eck. So, ich gehe da jetzt auf jeden Fall rein, dass wenn ich nochmal drauf gehe, ich auch garantiert hier drin spawne. Was eine Kacke. Mann, Mann, Mann. So, dieses Mal sieht es schon mal 3000 Mal besser aus. Und tatsächlich ist mein Kappa schneller als das Miltank. Das heißt, ich glaube, wir waren beim letzten Mal in einem Speedteil. Und ansonsten wusste ich ja jetzt, welche Pokémon kommen. Dementsprechend ist auch gerade in dem Kampf nichts gestorben und ich konnte ihn einfach so besiegen. Ja, das ist immer so ein bisschen. Hat er gerade Nemo gemacht? I couldn't control my body. Ja, du konntest. Naja, er war ja komplett außer Kontrolle und hat sogar gegen uns gekämpft. Was wild ist, weil ein Pokémon Ranger fängt ja quasi nicht mit Pokémon, sondern mit diesem komischen Fidget Spinner-Ding da. Deshalb ja, aber okay. Deliver the Prince of the Sea. Okay. Das war anscheinend seine Mission und er musste auf jeden Fall dieses Paket zu ihm bringen. Finde ich auf jeden Fall, ich finde es sehr, sehr cool, dass aber Pokémon Ranger mit in diesem Spiel sind, weil es passt halt auch sehr, sehr gut, muss ich gestehen. Es passt richtig gut in das ganze Ding hier rein. Deshalb ist das auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und er erzählt gerade auf jeden Fall, dass das, glaube ich, seine erste Mission war, wenn ich das richtig verstanden habe und er die damit geschafft hat. Also geht's halt an ihn. Und anscheinend, ist das hier wirklich diese Basis von den Sachen? Kriege ich jetzt wenigstens irgendwas? Ah, nee, okay. Schade, ich dachte irgendwie in irgendeiner Form, dass wir hier jetzt ein Item bekommen, aber nee, kriegen wir nicht. Ja gut, ne, dann haben wir eigentlich... Kann es sein, dass wir eigentlich nur noch... Ja, dann muss ich wohl... diese Boxed Lunch da finden in der Safari-Zone. Wünscht mir Glück. Oh mein Gott, Freunde, ich habe einfach einen riesen Bereich... einfach komplett verpasst, weil ich nicht gesehen habe, dass hier ein Durchgang ist. Also manchmal bin ich auch ein absoluter Blindfisch, ne? Ich wette, hier kriegen wir dann noch das Item und so, das wir brauchen. Ich habe jetzt hier auch schon Pikachu und Togepi und so gefunden. Also es gibt auch ein paar Encounter mehr, als ich dachte, was ich sehr gut finde, weil in so einer Safari-Zone sollte schon der ein oder andere Mannequin drin sein. Ah, und hier oben gibt es auf jeden Fall das Package. Ich glaube, ich musste erst mit dem Typen einmal reden, weil sie hat es mir... Ich war hier, glaube ich, nämlich drin. Deshalb wundert es mich, dass ich dieses Package jetzt erst bekommen habe, aber gut. Hauptsache, wir haben es jetzt, das ist doch das Wichtigste. Ich wollte dieses Klotaco gar nicht fangen. Dann geben wir ihm mal das Paketchen und ich sehe gerade, dass da unten sogar noch ein Item ist. Und dann hoffe ich echt einfach, dass der Arenaleiter nicht zu krank ist und ich den einfach besiegen kann. Ah, okay, dafür brauchen wir Waterfall. Ohne direkt aufs Maul zu bekommen. Normal-Type. Uff. Ja, da haben wir im Endeffekt... Ich merke gerade, ich bin komplett angeditscht. Nichts sehr Effektives dagegen. Der ist tatsächlich sehr schlecht. Wir haben halt einen Steel-Type, das ist ganz cool. Das war es halt eigentlich schon. Uiuiui. Okay, die Trainer sind hier drin Level 33. Das ist eigentlich gar kein gutes Zeichen, wenn ich so drüber nachdenke. Das ist sogar eigentlich richtig schlecht, weil das heißt, dass die richtig hochgelevelt sind. Uiuiuiuiuiui. Die Arena hat auch irgendwie einen ganz weirden Style. Und wir müssen anscheinend immer irgendwelche Flips switchen. Was bringt mir das genau? Ah, und dann geht einfach eine random Tür auf, oder wie? Na gut. Weiß ich jetzt noch nicht, was ich davon halten soll, also... Ja, ich hoffe mal, wir schaffen den Orden. Ah, jetzt noch ein Porygon hinterher. Oh, der wird doch dann 100%... Ja, wobei, ich weiß gar nicht, ob Porygon Z in dem Spiel irgendwie implementierbar ist. Ah, doch, nevermind. Ich bin so dumm. Wir haben ja sogar actually ein Kampf-Pokémon. Wir haben ja unser Kappa-Ding. Ich vergesse immer wieder, dass das ein Fighting-Type ist. Ja, dann wird free, Freunde, wird free. Ah, und diese Arena funktioniert offensichtlich so, dass sobald ein Schalter, also man kann nur zwei Schalter gleichzeitig betätigen, wenn ich das richtig sehe. Und mit die da muss man halt immer wieder aus anmachen, damit man hier quasi einen neuen Weg freischalten kann. Ah, ich kapiere, ich verstehe. Okay, das finde ich ist tatsächlich ein sehr cooles Rätsel. Und dann komme ich hier bei dem Typen wieder raus. Das ist actually ein sehr gut gemachtes Rätsel mit diesen Switches. Also ein bisschen nachdenken muss man.
Aber eigentlich ist es im Endeffekt immer nur zu seinem alten Switch zu laufen. Aber finde ich eine coole Idee, gefällt mir sehr gut. Ob es jetzt zu einer normalen Arena passt, naja, ich meine, es ist normal, was soll man sich da groß ausdenken. Deshalb ist es, denke ich, fein. Ich habe jetzt momentan 4 Pokémon Level 35 und 2 Level 33. Das heißt, ich würde einmal fix ganz kurz noch in die Grinding Mine gehen und alles auf 35 bringen. Oh, dann wünsche ich mir selbst mal wieder sehr viel Spaß dabei, jetzt den Arena-Orden zu holen. Oh, das wird wahrscheinlich wieder eine Vollkatastrophe und gigantisch nervig. Ich hoffe echt, ich muss nicht krass grinden. Der sieht ja mega funny aus. Was ist los mit ihm? Folifarig. Ah ja. Wir fangen also direkt mal so an. Wir haben halt keinen Dark-Type, ne? Das ist richtig kacke. Ich glaube aber, Rodeo sollte eigentlich alles checken, weil Normal und Psychic Moves fangen wir Gott sei Dank gut ab. Psychic sogar direkt, na gut. Unvorteilhaft, macht aber nicht gigantisch viel Damage, aber ist schon nicht wenig, muss man sagen. Also ich glaube, im ersten Battle wird das wahrscheinlich hier nichts, weil ich halt jetzt auch unnötig Damage kassiert habe. Und wenn das eine Entwicklung ist, wird das wahrscheinlich, ja, ich wollte gerade sagen, meinen Fire Punch gar nicht so schlecht wegstecken. Ich meine, wir kommen in Blaze Range. Da sind wir nicht mal ganz, oder? Doch, sind wir. Das heißt, wir machen sogar jetzt mehr Damage. Das heißt, wir verbrauchen nur eine Beere. Ich wollte gerade sagen, verbrauchen vielleicht sogar ein Item. Tun wir leider nicht, aber dann kriegen wir das Teil jetzt wenigstens weg. Das könnte sogar gechoiced sein oder es hat einfach nichts Besseres als Psychic. Das kann auch gut sein. Dafür ist Rodeo so gut wie weg. Aber ich sage ehrlich, Folifarigen Mon, das Fighting-Type sehr einfach bietet, wegzuhaben, ist ganz gut. Hat Metank dann auch eine Entwicklung? Okay, Frage erübrigt sich. Es kommt Miltank. Ich gehe einfach auf den Feuerschlag. So, Hammerarm kommt. Was sogar eine tatsächlich gute Sache ist, weil es dadurch einen Speeddrop für Miltank gibt. Und ich jetzt in Kappa gehen kann. Kappa war, glaube ich, nur das letzte Mal schneller als Miltank, weil die Quicklaw gepoppt ist, weil das auf ihm drauf war. Ich habe ihm jetzt Black Belt für diese Arena gegeben. Und ich glaube, das könnte jetzt sogar entscheidend für Miltank sein, dass wir den maybe sogar one-shotten. Das wäre sehr geil. Und wir one-shotten den. Sehr, sehr gut. Das ist super. Also das ist wirklich super. Und er hat noch 2 Pokémon. Ich glaube, so gut saß man. Oh mein Gott, es gibt wirklich Pokémon-Set. Ich breche. Okay, aber er hat nur Trace. Dann gehe ich jetzt auf die Aurasphäre. Damit haben wir durchaus Chancen, diese Tri-Attack zu leben. Wir leben sie nicht. Okay, das ist schlecht. Weil ich bin ehrlich, ich ging eigentlich davon aus, dass ich diese Tri-Attack leben werde. Okay, dann wissen wir fürs nächste Mal das jetzt und werden als erstes in Kea gehen und mit Icy Wind arbeiten. Also momentan sieht es mir aber sehr danach aus, als wäre dieser Arena-Leiter sehr machbar, wenn ich weiß, was ich machen muss. Ich würde natürlich gerne auch so wissen, was ich machen muss. Ich weiß gar nicht, ob ich nicht nochmal einen Innet-Drop ihm geben will. Brauche ich den zwingend? Nicht zwanghaft für die restlichen Monster, die kommen. Deshalb würde ich jetzt einfach mal auf Icy Kiss gehen und ein bisschen auf Freeze. Oder jetzt auch auf den Drop hoffen. Ja, plus 2 halte ich es jetzt nicht gerade für unwahrscheinlich, dass mich das einfach umnietet, trotz guter Spidef. Ja, das dachte ich mir nämlich. So, und jetzt ist es schwierig. Jetzt, glaube ich, gehe ich in Zwangero eine Runde. Gehe auf einen Leaf Tornado. Wobei, das bringt ihn wahrscheinlich in High Range, ne? Vielleicht, ja, Hypnopuls kann ihn auch einschläfern. Da habe ich mehr Runden potenziell zu schläfern. Und Accuracy Drop, sehr nice wieder. Psyche kommt, ja, der ist plus 2. Ich wollte gerade sagen, die können wir sogar vielleicht leben, aber nicht auf plus 2, das kann ich vergessen. Aber ich sag, mit meinen ganzen Innet-Drop-Optionen stehen wir gar nicht mal so kacke da. So, jetzt kommt natürlich die Hyper-Potion. Auf Tim wäre natürlich sowas wie Core Mind mega geil. Also mit Hypnopuls den potenziell einzuschläfern, dann eine geile Runde Core Mind rausbekommen, wäre mega geil. Wir brauchen im Übrigen hier entweder einen Miss von Porygon Z-Seite oder einen Sleep. Ansonsten gewinnen wir gegen den nicht. Wir kriegen den Sleep, das ist sehr nice, weil er wird jetzt garantiert diese Runde noch schlafen. Ich gehe jetzt einmal auf Aerial. Oh mein Gott, als aber. Ah, er benutzt einen Full Heal. Oh. Ja, ich meine, er könnte im Endeffekt in der Runde auch aufwachen. Also von der Seite ist es egal. Er könnte nochmal ein Highlight-Item haben, deshalb muss ich nochmal Hypnopulse drücken. Und habe jetzt wieder 2 Chancen, ihn einzuschläfern. Ich muss ihn innerhalb dieser 2 Runden auf jeden Fall einschläfern. Ansonsten dodgen. Das ist Option Nummer 2 mal wieder. Hypnopuls übrigens, großartige Attacke. Gefällt mir richtig gut. Und die Try-Attack, wir dodgen. Okay. Nein! Bitte nochmal dodgen.
Hydropumpe. Warum kann der Hydropumpe? Okay, das ist neu. Das sollte er eigentlich nicht können. Das war gerade ein Bad der Wechselbad der Gefühle. Oh, der lebt. Aber er... Warum drückt der Hydro... Also gerne. Drückt gerne Hydropumpe, ne? Ich habe kein Problem damit. Weil damit habe ich jetzt wirklich noch Siegeschancen, je nachdem, was das letzte Mon ist. Weil ich glaube, es ist die Entwicklung von Velvet, die jetzt kommt. Grizzly, das dachte ich... Das ist Velvets Entwicklung? Na gut. Die sieht ganz anders aus, als ich sie mir vorgestellt habe. Devastate. Ich wollte gerade sagen, ist das ein Dark Move? Das one-shottet mich. Das ist, glaube ich, nicht gut. Aber okay, der hat einen Dark Coverage. Ist der dann Normal Dark? Weil Normal Dark würde auch sehr gut zu dem passen, wenn ich ehrlich bin. Ich bezweifle im Übrigen stark, dass Yukiko das uns jetzt irgendwie nach Hause holt. Okay, er ist Deed. Das macht im Endeffekt keinen Unterschied. Also wir bulldozen jetzt halt hier. Ich hoffe, ich bin danach schneller. Ist sogar gar nicht mal so schlechter Damage. Und geht dann auf eine Body Slam Para. Er ist immer noch schneller und hittet sogar einen Cross Chop auf plus 1. Ich glaube, wir sind weg. Yep, okay. Dann gehen wir jetzt ins Rematch. Aber ich sag, wir haben keine schlechten Karten im Rematch jetzt gut zu gewinnen. Und würde auch noch keine Heal-Items ziehen. Okay, dieses Mal habe ich sogar eine Hyper-Potion schon an Folifaric verbraucht. Und habe sogar einen Burn bekommen. Hat jetzt im Endeffekt keinen Unterschied gemacht. Außer, dass halt jetzt schon das weg ist, was gut ist. Weil es wird wahrscheinlich jetzt wieder Metank reingeschickt und wahrscheinlich wieder Hamam eingesetzt. Ich hoffe es auf jeden Fall sehr gut. Weil dann passiert nämlich genau das, was wir beim letzten Mal auch hatten. Und das lief eigentlich sehr, sehr gut, muss man sagen. Metank Speed Drop. Damit schicke ich meinen Kappamon einfach rein. Und dann sollte das eigentlich in einem machbares Ding potenziell sein. Aurasphäre kommt, wunderbar. So, und im Normalfall, solange es keine Damage Roll ist, und ich glaube, es ist keine, sollte der weg sein. Wunderbar, Metank auch wieder weg. Läuft, läuft, läuft. So, jetzt wird ziemlich sicher Porygon Z kommen. Porygon Z wird Psychic klicken. Naja, wobei, er könnte auch Nasty plotten oder... Nee, eigentlich killt Psychic, glaube ich, immer. Jetzt muss ich auch mal kurz überlegen, ob ich in wen ich wechsle. Zwangoro wäre sogar auch die Überlegung. Ich glaube, wir schicken sogar erstmal Zwangoro rein. Wobei, damit gebe ich ihm eigentlich nur die Option, sich zu Nasty Plot setupen. Ist eigentlich auch nicht so geil, muss ich sagen. Speed Death Drop. Ich hoffe jetzt einfach, er killt Zwangoro. Ansonsten hoffe ich, ich kriege einen Flash raus. Okay, wir sind sogar schneller. Das heißt, den Genauigkeitsdrop nehme ich mit. Er geht auf eine Hydropumpe. Das heißt, wir kriegen sogar noch ein paar Genauigkeitsdrops. AK2. Ich weiß nicht, warum er Hydropumpe klickt. Doch, weiß ich, weil es ist Random Move ab dem Punkt. Oh. Es ist nämlich Random Move ab dem Punkt. Und das ist tatsächlich sehr, sehr gut. Weil ich glaube, ich kann dieses Polygon-Set jetzt einfach... Okay, wir haben dreimal Flash drauf bekommen. Das ist sehr sweet. Das ist sogar richtig gut, muss ich sagen. Wir schicken jetzt Kea rein. Kea wird bei dem die Initiative droppen. Ich glaube, ich muss zwar Kea auch sterben lassen, aber das ist dann etwas, was ich in Kauf nehmen muss. Wobei, ich weiß gar nicht, ob ich Kea unbedingt sterben lassen würde. Ja, wobei, wenn dieses Velvet-Viech... Aber ich weiß nicht, was die Velvet-Entwicklung für ein Typing hat. Das ist so momentan mein Problem. Ich glaube, ich gehe einfach nochmal auf Icy Wind. Einfach, um auch nur mal sicher zu gehen, dass mein Kappa-Teil schneller ist. Eigentlich ist Miltank schneller als Porygon Z, aber ich glaube, Porygon Z ist hier höher gelevelt. Und es kommt eine Hydro-Pumpe. Eigentlich, warte mal, kann ich, glaube ich, sogar auf das Heil-Item wechseln. Weil es kommt garantiert nochmal ein Hyper-Potion hier. Und der ist jetzt so langsam, dass alles in meinem Team den Outspeed jetzt ein geiler... Ah, das ist kein geiler Dodge. Weil der ist halt auch minus 3 Genauigkeit, darf ich nicht vergessen. Das one-shottet. Okay, ich glaube, der hat Silk Scarf oder so. Ansonsten ist das nämlich eigentlich ein bisschen krank, dass das jedes Mal reicht, wenn ich ehrlich bin. Das heißt, wir gehen auf Aurasphäre. Und dann muss ich mal gucken, wie ich das tatsächlich genau weiterspielen will. Weil eigentlich muss ich so wechseln, dass ich... Ich weiß halt nicht, ob ich bei diesem Hund... bei dem der Entwicklung... Okay, das one-shottet auch, weil es ein Crit ist. Na gut. Ich weiß ja nicht, ob der mich one-shotten kann, der als nächstes kommt. Das ist so mein Problem. Wenn der halt, und ich glaube halt, der ist Dark normal, er sieht zumindest danach aus, dann kann ich hier mit Aurasphäre den one-shotten, deshalb mache ich das jetzt. SD kommt. Das heißt, ich glaube, es war die richtige Entscheidung, wobei ich nicht weiß, ob das one-shot... Ja doch, also wenn er Dark normal ist, one-shottet das jetzt. Wenn er nicht Dark normal ist, one-shottet das wahrscheinlich nicht. Er ist nicht Dark normal. Aber ist nicht noch eine Hyper Potion da? Es ist anscheinend keine mehr da. Scheiße, dann wäre jetzt wechseln mit Aqua Jet der Play. Oh, dann hätte ich es an dem Punkt gehabt.
Also wenn er unironisch nichts mehr hat, ich kann auch hoffen, dass Yugiko irgendwie einen Hit lebt, was ich wobei, wir haben Bedroher. Moment, wir negieren, glaube ich, jetzt die Kacke wieder weg. Und auf plus 0 können wir maybe einen Hit leben. Das heißt, ich bete jetzt dazu, dass der... Hat der zwei Hyper Potions verbraucht? Anscheinend. Weil er heilt jetzt auch nicht mehr hoch. Kriegen nochmal einen Cross-Chop ab und wir wissen ja, er hat einen Move, um mich rauszunehmen. Deshalb einfach Aeroas, Devastate. Deshalb ich... Also für mich schreit das eigentlich nach einem Unlicht-Pokémon. Was ist denn das noch? Wenn er Cross-Chop hat, maybe Fighting? Aber den Fighting-Type sehe ich ihm nicht an. So, Yugiko nochmal Intimidate. Oh, ist heute einfach Yukikos großer Tag? Ich glaube, heute ist Yukikos großer... Bitte lass es Yukikos großer Tag sein. Oh mein Gott, bitte nicht. Er krittet. Ich glaube, der hat gemeddert. Du Stück Scheiße, du! Ja, jetzt werde ich ziehen. Mann! So, seine beiden Heiltränke sind verbraucht. Ich habe sogar noch Yukiko in der Hinterhand. Und kann jetzt einen Aqua Jet raushauen. Und damit ist er besiegt. Ja, war wirklich, wirklich machbarer Arena-Leiter, finde ich. Hat eine gute Schwierigkeit. Ich bin immer noch verwirrt, was für ein Typing diese... Ich gehe davon aus, dass das die Velvet-Entwicklung ist. Oder er könnte auch ein eigenständiges Pokémon sein. Aber es wäre weird, wenn das nicht die Velvet-Entwicklung ist. Aus dem Grund, dass hier wirklich viele Velvets waren. Und wir kriegen Cryotic, das ist cool. Deshalb würde es mich wirklich stark verwundern, wenn ich ehrlich bin. Wir können das ja eigentlich sogar einmal nachgucken. Weil wir können ja Velvet eigentlich finden. Und dann sollte da... Ja, Grizzly. Das ist wirklich die Entwicklung. Sieht halt gar nicht danach aus. Also wie gesagt, ich gehe davon aus, dass der dann Normal Fighting ist. Weil das so das Einzige wäre, was irgendwie passen würde. Aber auch... Also passend in Form von dadurch, dass Cross-Chop reicht. Und so Zeug, weil ansonsten ist es halt einfach eine Coverage-Option. Aber na gut. Ich würde sagen, meine Freunde, damit haben wir uns jetzt, ich glaube, den vierten Orden schon gesnackt. Was für Part 7? Ich glaube, wir sind zumindest in Part 7. Eine ganz gute Statistik ist, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und dann würde ich sagen, können wir uns eigentlich beim nächsten Mal wiedersehen. Ich schaue jetzt nochmal kurz. War das Orden Nummer 4? Ja, es war Orden Nummer 4. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich würde mich freuen. Ich hoffe, wir sehen uns. Bis dann und ciao, bye bye.